Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lens TV natürlich mal wieder. Und ja, jetzt stehen Lens wir wieder da. Abonniert alle The Lens TV, bitte. Danke dir. Beste YouTube-Abschnitt. Danke dir. Und ja, was soll man sagen? Wir stehen mal wieder hier, alle versammelt. Wir haben zu Hause verloren. 1:3 gegen die Wiener Austria diesmal. Und es macht schon langsam keinen Spaß, jetzt ganz im Ernst. Also, ja. Bisschen fehlen einem auch die Worte. Die Austria, glaube ich, insgesamt 4 Abschlüsse aufs Tor, 3 davon waren drin. Und unsere Jungs bemüht, wie meistens, gekämpft, zum größten Teil. Aber insgesamt ja dann doch zu wenig, weil man eben wieder mal nicht kaltschnäuzig vom Tor war. Und ja, die Austria eben macht aus wenig relativ viel, holt sich die 3 Punkte und der WRC hat obendrein auch relativ sicher gewonnen. Und von dem her sind wir jetzt erstmal tabellarisch wieder 4 Punkte Rückstand auf die Wolfsberger. Das heißt, der Europacup ist noch realistisch, aber wird schon wieder schwierig. Auf jeden Fall der 3. Platz. Auf jeden Fall. Ja, bevor wir das Spiel zusammenfassen, mein heutiger Gesprächspartner. Adis. Der Adis. Ich will nämlich Admir immer sagen, sorry. Also der Adis, ja, erstmal die Frage an dich. Was sagst du zum heutigen Spiel? Du hast eigentlich genau schon alles zusammengefasst. Wir haben mehr im Kopf vom Spiel. Die Austria 3 Konter gemacht und 3 Tore geschossen. Ja. Leider. Okay. Also es hätte von uns aus schon besser gehen können, wenn unsere Abschlüsse besser reingehen. Ja. Aber an und für sich muss ich sagen, trotzdem bin ich stolz auf die Burschen, auch wenn es jetzt nicht so. Also im Grunde scheitert es so ein bisschen einfach an der Auswertung von den so Chancen. Ist, ne? Ja, man eben, man hat ja Möglichkeiten schon heute. Wir haben ja nach der Pause gleich losgelegt wie die Feuerwehr. Also Glasbissen. Wenn einer drin ist und wir führen, dann schaut es wieder anders aus. Ne? Ich muss schon sagen, nach der Führung von uns hätte ich mir auch nicht gedacht, dass die Austria so schnell zukommen. Ne? Aber leider. Ja. Leider. Vielleicht eben fassen wir das Spiel ein bisschen kurz zusammen. Die erste Halbzeit, wie ich finde, waren wir die bessere Mannschaft. Die ersten 20 Minuten noch relativ ausgeglichen. Pink hat eine frühe Torchance gehabt, scheitert allerdings am Austria-Schlussmann. Lucic, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber auf jeden Fall ist der auf meiner Abschussliste. Ja, der hat noch deiner. Ja, der hat eine sehr, sehr unsportliche Geste auf jeden Fall nach dem Schlusspfiff gemacht. In der Situation nach knapp 5 Minuten gegen Pink kann er aber gut parieren zugegeben. Danach hat die Austria eine Halbschance durch Grünwald, unsere Jungs dann auch wieder nach einem Kopfball von Pink, der jetzt aber nicht so sonderlich gefährlich war, eben die ersten 20 Minuten das bisschen so hin und her gedümpelt. Danach, finde ich, haben unsere Blackies ein bisschen aufgedreht. Nach 26 Minuten hat Lehmer eine gute Möglichkeit. Der zieht da schön in die Mitte, bekommt vom Kitaispiel, glaube ich, den Ball aufgelegt und sein Schuss dann wirklich stark gewesen, aber leider nicht im Tor reingegangen. Wenig später dann aber doch die Führung für unsere Blackies durch Ota Kitaispiel. Ich glaube, Janscha hat ihm den Ball zugespielt. Und der Kitaispieler macht das wirklich so ein bisschen Messi-like, in abgespeckter Form logischerweise, aber spielt da 2-3 Verteidiger aus und dann schön ins lange Eck. Keine Chance für den Schlussmann im Austria-Tor und das war eben die 1-0-Führung. Leider hat sie aber nicht lang gehalten. Das gleiche, Minute 32, 33 herum. Der Ausgleich für die Austria. Die meisten oder manche von uns in der Kurve werden es nicht gesehen haben, weil gerade da das Spruchband hochgehalten wurde. Aber was ich so mitbekommen habe, ja, zweimal, aber dazu kommen wir noch beim zweiten Tor auch. Auf jeden Fall ist, glaube ich, Mondschein, der an 7-Handel scheitert. Aus kurzer Distanz, der Ball springt wieder raus und Grünwald muss nur mal ins leere Tor einschieben. 1-1. Ja, und von dem her war es dann natürlich bitter. Unsere Blackies haben trotzdem im ersten Durchgang noch ein bisschen probiert, Gas zu geben. Die letzten Minuten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch einen Kopfball von Scheusgar zum Beispiel war die Austria dann aber doch ein bisschen gefährlicher für meine Begriffe. Mit dem 1-1 ging es in die Kabine. Zweiter Durchgang, Sturm eigentlich wirklich gut rausgekommen. Gleich mal die erste Halbschance durch Janscha. Seine Hereingabe leider landet in den Armen des ansonsten relativ unsicheren Austria-Schlussmannes. Und so. Das ist genug da, dass man alles schön sieht. Nächste Werbung. Und ja, wir wollten den Faden von dir auf jeden Fall unsere Jungs dann weiterhin druckvoll gewesen. Aber man hat den Ball einfach nicht ins Tor bekommen. Spendlhofer hatte eine sehr gute Möglichkeit. Das war, glaube ich, auch noch in einer knappen Stunde herum. Genau. Und ja, dann sind aber die Austrianer lustigerweise zum 2-1 gekommen. Wir zunächst mit einer guten Möglichkeit, wo wir einfach hängen bleiben im letzten Moment. Die Austria schaltet schnell um. Auf einmal tanzt sich Grünwald da in der Zidane-Drehung, in Zidane-Performance, da an ihr
irgendeinem Verteidiger vorbei von uns und den schlänzt er richtig schön rein. Wunderschönes Tor, unhaltbar für meine Begriffe. Und das war eben dann das 2-1 für die Austria. Sturm versucht es dann natürlich. Eze kommt noch rein, man probiert, aber ja, so wie es eigentlich immer ist. Man bekommt unterm Strich nicht wirklich gefährlich mehr aufs Tor. Und ja, wenn, dann hat man einfach Pech im Abschluss und die Austria dann eben mit dem Konter aus dem Nichts durch Mondschein. Der zieht allein aufs Tor, bekommt den Ball schon in den Lauf gespielt. Siebenhandel hat da keine Chance, irgendwas abzuwehren. Und das ist eben dann das 1-3. Danach probiert Sturm noch ein bisschen. Husbeck hat noch eine sehr gute Möglichkeit zur Minute 94. Der Ball wird da irgendwie auf der Linie nochmal rausgehauen von der Austria. Aber dann, ja, war es das dann leider. Also von dem her, bittere Niederlage für die Blackies. Die Austria effizient, das muss man ihnen lassen. Und ja, die haben jetzt wieder ihre Möglichkeiten auf Europa. Aber noch ist nichts vorbei. Das nächste Spiel, das letzte Heimspiel zu Hause gegen Salzburg, muss auf jeden Fall voll werden. Alle ins Stadion, scheißegal, jetzt erst recht. Und ja, da sehen wir eben, was wir gegen den fixen Meister Salzburg, die sich vielleicht ja nicht mehr zu 110% verausgaben wollen, da will sich ja keiner mehr wehtun, was wir da zusammenbringen. Von dem her, bevor ich mich verabschiede natürlich noch, heute ist ja Muttertag, also auch an dich, Mami, alles Gute. Auch an meine Mama alles Gute. Von mir auch. Und alles natürlich Gute, an die Mona. Cousine, sagen wir alles Gute. Ja, und natürlich an meine Mama. Und jetzt, und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann die Glocke aktivieren. Mama, du bist die Beste. Das kann ich nicht. Der Letzte vor abonnieren. Aber sofort auf die Glocke. Also, alle abonniert, gell? Abonnieren, gefällt mir. Die Mama drückt auch, gefällt mir jetzt. Genau. Also von dem her, war es das auch wieder schon von mir und von uns. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwurze! Es kann nur besser werden. So ist es. Und bis dann. Ciao, ciao.